Junger Mann, 27 Jahre, Beruf Dachdecker. Sie arbeiten auch in hohen Höhen, kann man sagen, im gefährlichen Beruf. Und er kam zu uns mit der Frage der Verbesserung der Sehkraft. So richtig klar war eigentlich nicht, was der Sehfehler ist. Und der Befund, der in der Sprechstunde dann zutage kam, ist hier. Wir hatten einen SC-Visus von 01, 005. Best korrigiert mit seiner Brille, die allerdings nicht so richtig getragen hat, war 05 der Visus. Der Hornhautzylinder war 3 Dioptrien. Das, was die Spaltlampe zeigte, war Folgendes. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Das ist der Linsenäquator vom rechten Auge und das ist der Linsenäquator vom linken Auge. Wir haben also eine ausgeprägte Subluxation. Bei einem jungen Mann mit herabgesetztem Visus, mit einem entsprechenden Berufsbild, der muss gut sehen, sonst lebt er gefährlich. Er lebt sowieso gefährlich, aber wenn er nicht gut sieht, dann lebt er richtig gefährlich. Das heißt, es kam hier darauf an, auch den Visus so wiederherzustellen, dass er möglichst auch, weil er kein guter Brillenträger ist, die Brillencompliance war einfach nicht gut, dass er möglichst einen guten, unkorrigierten Visus hat. Und jetzt frage ich einfach mal im Raum, Toni, was hättest du gemacht? Also nochmal, wie hoch war der Zylinder? 3 Dioptrien. 3 Dioptrien. Also ich würde hier, ich würde wahrscheinlich, also du wirst das wahrscheinlich, man kann zwei Dinge machen. Es scheint mir aber ein bisschen zu stark subluxiert, dass man den Kapselsack mit Iris-Häkchen in der Peripherie so befestigt, dass nachher, wenn man das wieder rausnimmt, die Linse zentriert ist. Also ich würde möglicherweise mit einem sogenannten Anterior Chamber Maintainer diese Linse in toto entfernen. Und nach meiner Erfahrung, das kann man dann sehen, wie man will, andere würden vielleicht eine Vorderkammerlinse implantieren. Mhm. Ich würde hier eine sklerafixierte Linse machen und das wäre das, was ich empfehlen würde. Den Hornhautzylinder würdest du dir da Gedanken machen? Würde ich später beackern. Mit dem Laser dann eventuell. Man muss auch mal abwarten, was nach der Operation rauskommt. Das ist ja auch immer wichtig, nicht vorher, sondern man muss ja sehen, was ist das Ergebnis astigmatisch gesehen. Ne? Genau. Gibt es andere Vorschläge? Alle einverstanden, Sklera fixiert, später lasern. Okay. Jetzt haben wir ja mit der Firma Dr. Schmidt ein sehr innovatives Unternehmen, was heute ja über First Q und Human Optics so ein bisschen gemeinsam verwaltet wird. Und ich habe mit dem Vertreter gesprochen und ihm den Fall geschildert und gesagt, ich hätte gerne eine Linse, die ich im Sulcus festnähen kann, weil bis dahin bin ich d'accord. Ich würde ungern an der Hornhaut lasern, weil das ist ein Patient mit Marfan, der hat eine so dünne Hornhaut. Das wird unter Umständen schwierig, nachher eine Laserkorrektur durchzuführen. Wir sind also hingegangen und haben bei ihm in der beschriebenen Form auf beiden Augen eine Phako gemacht, eine Vitrektomie, dann den vorderen Glaskörper ausgeräumt und dann eine torische, individuell gefertigte Sulcus-Linse am Sulcus auch fixiert. Das ist auf beiden Augen gemacht worden. Der Torus war 4 Dioptrien und das war der Ablauf der OP. Schon die Irishäkchen, um die Linse zu stabilisieren für die Phako. Aber nachdem die Phako dann der relativ weichen Linse durchgeführt worden ist, habe ich den Kapselsack rausgeholt, weil der war in der Tat zu weit subluxiert, den Glaskörper ausgeräumt. Und dann ist das Besondere an dieser Linse, dass sie ähnlich wie die Add-ons, die du gezeigt hast, mit einem 14 mm Durchmesser im Sulcus sich fast schon von alleine festhält. Aber diese Linse hatte eben nicht nur war also nicht nur für den Sulcus Design, sie hatte auch diese Undulation und der Apex dieses Bügels war übereinstimmend oder ist übereinstimmend mit der Achse, mit der steilen Achse, die hier markiert ist, der torischen Linse. Sodass, wenn man die Nahtposition auf die vormarkierten Bereiche der Hornhaut einstellt, man diese Linse sehr schön auch als Sulcus-Implantat im Torus fixieren kann, ohne Sorge zu tragen oder haben zu müssen, dass sie nachher irgendwie rotiert, weil die Sulcus-Linsen eben, was diese Frage der Stabilität angeht, nicht so gut sind, wenn die nicht festgenäht sind. Der Befund postoperativ, das rechte Auge ist uns sehr gut gelungen. Wir haben eine Vollkorrektur, Visus 1.0. Am linken Auge haben wir einen Restzylinder, da gab es eine nicht ganz so exakte Einstellung, aber der unkorrigierte Visus ist gut brauchbar. Allerdings, postoperativ hatten wir dann diese Situation mal gehabt. Eine Iris Capture auf beiden Seiten auch wieder. Was war das Problem? Die Linsenoptik war mit 6 mm etwas zu klein. Ideal wäre eigentlich eine 7 mm Optik und die Industrie hat sich mittlerweile auch darauf eingestellt. Insofern ist der Patient jetzt auch medikamentös eingestellt. Er ist jung, er hat große Pupillen, er hat eine gute unkorrigierte Sehschärfe, photopisch optimal, abends wird es halt problematisch und deswegen nimmt er seither auch Augentropfen, die Pupille etwas verengen. Die lassen wir für ihn anfertigen. Ich glaube, das sind 0,25-prozentige Pilocarpin-Tropfen, die von der Apotheke gefertigt werden. Vielleicht schauen wir uns den Befund mal an.
gucken wir erstmal, wie es heute ausgesehen hat. Ich habe gerade den aktuellen Befund nochmal da. Visus rechts ist 1-0. Links hatten sie vor 3 Tagen eine Verletzung mit dem Bügel, richtig? Ist was gegengeflogen? Oder? Also eine Kleine von der Schwester. Oh, eine Kleine von der Schwester. Wir haben was im Mikrofon. Hatten wir so gegen das Bügel, gegen das linke Auge geschlagen. Dadurch hat dann Iris Capture auch nochmal bekommen. Ist aber jetzt wieder weg durch Tropfen. Wenn Sie nochmal nach vorne kommen, Herr Richter. Da sieht man die Markierung des Tores bei der jetzt noch etwas weiten Pupille. Und die ist halt schön auf der steilen Achse auch des Hornhautzylinders. Das war ein Zylinder mit der Regel. Und durch die Vorgabe des Zylinders war auch die Vorgabe der Nahtfixation eigentlich schon gegeben. Und dann war eigentlich nur noch der Geometrie der Linse zu folgen beim Festnähen. Das ging eigentlich sehr schön. Der Patient ist wunderbar rehabilitiert. Er braucht keinen Laser mehr. Es wäre bei einer 480er, 450er Hornhaut auch schwierig gewesen. Extrem weiches Auge, großes Auge. Und so ist er halt optimal versorgt, denke ich. Die Tropfen, wie vertragen Sie die? Vielleicht fragen wir unseren Patienten mal, kommen Sie damit zurecht jetzt oder gibt es da Probleme? Ja, ist ganz gut. Das klappt. Okay, und bei der Arbeit auf dem Dach fühlen Sie sich ein bisschen sicherer jetzt? Also ich merke da nichts. Okay. Ich denke mal, die Frage, die sich noch gestellt hätte, vielleicht Toni hat darauf angesprochen, die Kapsel zu erhalten. Es gibt solche Kapselspannringe, die man festnähen kann. Bei einem so jungen Patienten muss man damit rechnen, dass die Kapsel unkontrolliert fibrosiert und man nachher das ganze Konglomerat da hat und dann ist das wahrscheinlich die sauberere Lösung. Man hätte auch eine normale Sulcus nicht torisch nehmen können. In dem Fall wollten wir halt das optische Problem des Zylinders eben gleich mitlösen, weil wir wussten, er trägt einfach nicht gerne Brille und dann haben wir das so gelöst. Vielen Dank auch.